wir von Aktion Freiheit statt Angst haben heute diese kleine Kundgebung arrangiert, um zu informieren. Das, was wir tun im Verein, ist eben kommunizieren, informieren, aufklären, die Bevölkerung, auch mit Regierung kommunizieren, soweit das möglich ist. Es geht ja doch manchmal. Und wir recherchieren und wir bewerten auch Forschung und Entwicklung. Und wir haben hier beobachtet, so wie viele andere auch, dass es hier eine kleine Forschung geben soll, eine eigentlich gar nicht so kleine Forschung, die aber so klein aussieht, denn irgendwie habe ich zu wenig Infotafeln da drin gesehen. Und die wollen wir heute mal vorstellen. Ich bin Beate Baum, ich bin wissenschaftlicher Fachberater mit Schwerpunkt Ethik in Biometrie und einiges weiter. Und wir haben auch Gäste, wir haben einen Redner, der wird auch gleich zu uns kommen, wird die erste Rede halten. Wir werden das heute so machen. Es ist ein langer Nachmittag, ich habe hier eine 8-seitige Themenliste, die wir abarbeiten werden. Und wer mich kennt, weiß, es wird spannend und anstrengend und dennoch interessant zugleich. Deswegen sollten sich alle ein schönes, kühles Getränk holen in den Pausen, wo wir dann ein bisschen Musik spielen und sich hier mal entspannen. Denn diese Veranstaltung dient vor allem der Information. Ja? Und, ja, genau. Also heiße ich euch alle nochmal willkommen. Wo ist er? Ein Stück wenigstens. Genau, wo ist er? Ach, komm mal hier rüber zu mir. Stell dich vor von den Linken, ich freue mich, dass du da bist und mal, das ist unmöglich. Erfrische uns. Ein Meter weiter. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Niklas Schrader, ich bin Mitglied des Abgeordnetenhauses für Die Linke Berlin und dort datenschutzpolitischer Sprecher. Ja, warum sind wir hier? Wir leben ja in Zeiten offenbar, wo es in der Politik nicht darum geht, Sicherheit zu schaffen, sondern Sicherheit vorzutäuschen. Und da ist dieser Bahnhof, vor dem wir stehen, ein sehr gutes Beispiel für. Wir haben auch Politikerinnen und Politiker, auch Mitglieder der Bundesregierung wie Herr de Maizière, die eine Stimmung der Angst, eine Stimmung der Unsicherheit bewusst schüren und für ihre Zwecke nutzen, nämlich für den Ausbau von Überwachungsinstrumenten. Und immer wieder wird dieses Märchen erzählt, man könnte Sicherheit nur schaffen, wenn man die Grundrechte einschränkt. Herr de Maizière hat gesagt, Datenschutz ist schön, aber in Krisenzeiten hat Sicherheit Vorrang. Und es regt mich ziemlich auf, diese Grundhaltung, nach der sozusagen Datenschutz und Grundrechte ein Luxusproblem sind. Und wenn es mal einen Terroranschlag gegeben hat, dann sollen diese Datenschützer mal die Klappe halten und die Bundesregierung in Ruhe lassen. So geht es nicht und deswegen sind wir hier. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine Welle von Angriffen auf die Grundrechte erlebt. Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner oder auch diese Videoüberwachung hier im Bahnhof Südkreuz. Keine dieser Instrumente wird uns mehr Sicherheit bringen, sondern es soll Sicherheit vorgegaukelt werden. Und es zeigt sich ganz besonders an dem, was hier im Bahnhof Südkreuz jetzt modellhaft getestet wird. Nämlich der massive Ausbau der Videoüberwachung mit Gesichtserkennung und computergestützter Verhaltensanalyse. Wir wissen ja schon anhand der bestehenden Videoüberwachung, Kameras haben für Gewaltkriminalität keine abschreckende Wirkung. Kameras können nicht eingreifen. Und im besten Fall wird Kriminalität verdrängt. Und das gilt auch hier. Aber auch bei der Gesichtserkennung wissen wir ja, schon ein Käppi oder eine Sonnenbrille kann dieses Instrument aushebeln. Und wer behauptet, mit sowas könnte man mehr Sicherheit schaffen, der streut doch den Leuten Sand in die Augen. Und was diese Überwachungstechnik aber tut, das ist intensiv in unsere Persönlichkeitsrechte, in unsere Privatsphäre einzugreifen. Persönliche Daten von uns allen, wie Bilder, Bewegungsabläufe oder biometrische Daten, werden von den Kameras erfasst und von den Computern ausgewertet. Und wir gehen durch diesen Bahnhof und wir wissen nicht, was mit diesen Daten passiert. Wir wissen nicht, wann und wie eine Software darüber entscheidet, ob die Daten gespeichert werden oder ob ein Alarm ausgelöst wird, ob die Polizei gerufen wird. Und was bleibt den Menschen anderes übrig, als sich möglichst massenkonform, möglichst unauffällig zu bewegen? Und das Gravierende daran ist doch dann, die Überwachung wird sich auf das Verhalten der Menschen auswirken. Sie werden sich möglichst unauffällig verhalten. Kein aus der Reihe tanzen,
nicht auffallen, alles möglichst schön einförmig. Und in so einer Welt wollen wir nicht leben. So, das ist ja hier ein Projekt der Deutschen Bahn und der Bundespolizei, also auch der Bundesregierung. Das heißt, die Entscheidung dafür ist auf Bundesebene gefallen. Aber weil ich aus der Berliner Landespolitik komme, wollte ich auch dazu noch ein paar Worte sagen. Es gibt auch hier auf der Berliner Landesebene immer wieder Vorstöße für mehr Videoüberwachung. Der Innensenator Geisel wollte nach dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz sofort die Videoüberwachung an den sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten einführen. Das konnten wir in der Koalition verhindern, zum Glück. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht der einzige Versuch bleiben. Und es ist auch ein Volksbegehren in Vorbereitung. Da steckt der ehemalige Justizsenator Heilmann von der CDU dahinter und dieser ehemalige Bezirksbürgermeister, dieser Buschkowski aus Neukölln. Und auch die wollen softwaregestützte Videoüberwachung an sehr vielen Orten in Berlin, quasi überall, wo die Polizei meint, sie möchte das tun. Und deshalb will ich sagen, es ist gut, dass wir hier mit dieser Aktion auf das Modellprojekt am Südkreuz aufmerksam machen. Aber es wird weitere Vorstöße in diese Richtung geben und auch dagegen werden wir protestieren und werden wir uns wehren. Danke.